irgend so eine chunky Musikstelle. Wo führt denn die 1 hin? So viel Donkey-Zeug. Mein Rechner ist auch schon ganz angestrengt am Überlegen. Hört ihr's? Hm. So klingt's, wenn Genies nachdenken. Muss man hier vielleicht irgendwie in das Schiff rein? Ich entwickle schon wieder solche absurden Theorien. Ich wette, eigentlich ist es ganz eindeutig. Irgendwas, was einen schon aus 3 Kilometer Entfernung anschreit und sagt, oh Mann, mach das los. Aber ich sehe es nicht. Das ist so traurig. Nicht mit mir, Quascha. Dün, dün, dün. Oh. Muss ich vielleicht doch da rein und da irgendwas machen. Zusätzlich. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine zweite Banane oder einen Schalter oder Schalter ja weniger, aber irgendwas, was mir hilft. Weil Unsicherheit macht sich breit. Ja, das wird gefährlich. Irgendwie so, ich weiß nicht mehr. Egal. Barrel roll in your face. Hui. Und hier war jetzt nichts. Finde ich sehr aufbauend von dir, Game. Ich kann unter Wasser aber auch keine Moves machen oder irgendwas. Ich kann einfach nur ich sein. Es nervt, muss ich es mal sagen. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist da bei diesem Goldhaufen, dass da irgendwas mit für Chunky dabei ist. Irgendwo obendrauf. Beziehungsweise das Traps hier einfach neue Parts anfängt. Aber das könnte auch passieren. Was ist denn übel anfängt mit Lägen? Hier sind irgendwie alles. So ist es erst nicht für Chunky gemacht. Stirb einfach, dämliches Ding. Also warum mich? Ich würde es jetzt unbedingt wissen. Deswegen tue ich das einzig Wahre, was man in dieser Situation noch machen kann. Ich werde nachschauen gehen. Offscreen zur Lösung. Wow. So. Was? Nein. Nein, ich will nicht. Ich will. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich habe, dank all meiner Amazingness, habe ich herausgefunden, was zu tun ist. Und es ist, ja, so einfach wie genial. Es gibt nur eine einzige Stelle, die wir mit ihm jetzt, na, es gibt 2 Stellen, die wir mit ihm jetzt nicht erreichen können. Und das wäre einmal das obere des Leuchtturms. Und das zweite,
Das Schiff. So, da waren wir bis jetzt noch nicht auf diesen beiden. Aber wir müssen jetzt auf das Schiff. Denn da gibt es anscheinend diese ominöse Banane. Nummer 4. Deswegen stehe ich jetzt hier und warte, dass die Schiffe mal irgendwann vorbeisegelt. Bisschen schneller, alter Kahn. Denn hier irgendwo müsste es eine Holztür geben auf diesen Ding, die ich aufspringen kann, wo ich dann rein kann und ja. Genau die hier. Easy, oder? Eigentlich so simpel. Au. Muss ich einfach nur kaputt prügeln? Ach, okay. Mir soll es recht sein. Wow, amazing. Dafür haben wir jetzt... Egal. Ich frag einfach gar nicht. Alter. Hat er ganz schon so geschwankt? Nein, er soll nicht zu der Seite gehen. Meister? Hallo? Hörst du mal auf, hier Schlagseite zu geben? Alter. Achso, jetzt sind die... Steuerung umgekehrt. Hä? Glaubst du, das stört mich, das dämliche Spiel? Ich kenne deine dämlichen Tricks. So. Aber das wirklich Einzige, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist... Wow. Ich glaube, das interessiert mich. Ich bin Chunky Kong. Wenn ich von 27 Kanonenkugeln getroffen werde, interessiert mich das immer noch nicht. Ja. Und so, dann raisen wir jetzt nochmal das Wasserlevel. Und dann holen wir uns die Snide-Bananen. Oh yes, nein. Beziehungsweise ich hole sie und ihr dürft offscreen sein. Außer ihr wollt natürlich zusehen. Ach, ihr wollt zusehen? Gut. Wenn das so ist, dann mache ich das natürlich gerne für euch. Schauen wir uns nochmal die Statistik an. Haben alles. Haben alles. Haben alles. Haben alles. Haben alles. Perfekt. Bla bla. 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 Unnütze Spielerei. Yeah. Banana. Vielleicht zwei? Hatten wir etwa aus dieser dämlichen Crazy Factory das noch nicht abgegeben gehabt? Mal anschauen. Ach, wir haben schon das von der Oberwelt. Okay. Ergibt Sinn. Nehme ich zumindest an. Na ja, gehen wir der Reihe nach durch. Dämliche Animation. Nein, wir wollen nicht sehen. So, ich muss hier jetzt gerade nebenbei etwas schreiben und ja. Das hört ihr sicherlich.
klingt so, als ob ich auf meine Tastatur einprügle. Ha. Aber das mache ich nicht. Ich behandle sie wie mein Baby. Mein Baby. Bla. Another banana. Yeah. Wisst ihr, was mir gerade zum ersten Mal auffällt? Dass das eine Schweißermaske auf Snides Kopf ist. Als kleines Kind habe ich immer gedacht, das wäre seine Frisur, die extrem schlecht da drauf geklatscht wäre. Aber okay. Wieder ein Mysterium meiner Kindheit aufgeklärt. Danke, Donkey Kong 64. Kommt heute irgendwas Gutes im Fernsehen? Nö, was ist das? Der Prinz aus Samuda. Na, okay, es ist lustig, aber das will keiner sehen. Das kann auch schon selbst 20.000 Mal. Und ab nach draußen. Na, ist mal so in dem Fass. So, und hier als letztes. Bam, Faces. Damit haben wir jetzt schon fast wieder 10 Minuten allein durch diese dämlichen Bananenabhol-Ding gebraucht. Yay, vollständig. So, bleibt nur noch eins zu tun in diesem vermaledeiten Wasserlevel. Und zwar das, was in jedem Boss, in jedem Level übrig bleibt. Der Boss, wie ich gerade schon sagte, aus Versehen, als ich Levels sagen wollte. Hui, Boss-Tür, go! Ah, ja, wie viele Bananen wollt ihr denn haben? Was? 250? Sind sie denn des Wahnsinns? Muss hier jeder von meinen mindestens 50 Bananen lassen. Unbelievable. Was hat er gerade solche come on Geräusche gemacht? War das im Game oder habe ich mir das nur eingebildet? Die mache ich auch nochmal 100, oder? Yep. Bumm, immer zu gut. Nimm meine Bananen, alles deine, friss dich ruhig voll. Und nachher wirst du geschlachtet und dein fetter Kumpel und dann... Hohoho, fett Party. Kannibalenaffen und so. Wisst Bescheid. So, und die letzten paar Bananen werden wir mit. Wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann wisst ihr auch, wer diesen Endboss hier bestreiten muss. Na, wer wird es wohl sein? Donkey Kong? Wieder einmal? Diddy Kong? Wieder einmal? Tiny Kong? Wieder einmal? Oder Lanky Kong? Chunky Kong nicht, der aber auch keine Bosskämpfe bestreiten, der ist zu cool für Bosskämpfe. Es ist Lanky. Jo. Überraschung verdorben. Hahaha, ich wusste, ihr wollt es doch sowieso nicht wissen. Ihr wollt einfach nur sehen, wie ich gegen diesen riesigen Typen abkacke. Ah, ich erinnere mich, dass wir auch in so einem Nussbootschüsse oben düsen müssen. Ich weiß nicht mehr, gegen was wir kämpfen oder wie auch immer. Lülülülü, und da klingelt die Tür. Was mich nicht interessiert. Tritt ein, bring Glück herein. Wie sagt man so schön. Und ab nach drin.